Solange der Geist versklavt ist, kann der Körper nie frei sein. Heute bin ich hier, um über Rassismus zu sprechen, über den Unterschied zwischen systemischem Rassismus, wie er in den USA genannt wird, und Rassismus hier in Deutschland. Viele behaupten, es gebe keinen nennenswerten Unterschied zwischen beiden und somit auch keine verschiedenen Formen. Als Amerikanerin, die seit über 39 Jahren hier in Deutschland wohne, muss ich sagen, Rassismus, wie er sich in Deutschland oder Europa manifestiert, ist nicht mit seiner Erscheinungsform in den USA zu vergleichen. Rassismus ist tiefgehend. Er ist in die amerikanische Gesellschaft fest verankert, auch Jahrzehnte nach der Abschaffung der offiziellen Rassentrennung erleben wir, dass diese heute noch in der Lebensrealität der amerikanischen Bevölkerung fortbesteht. Dass der Vorstellung einer überlegenden weißen Rasse gegenüber einer unterlegenden schwarzen Rasse in den Köpfen vieler Amerikaner weiterlebt. Doch auch hier in Deutschland ist Rassismus ein verbreitetes Phänomen. Ich habe so manches Mal auf subtile Art und auch dann wieder auf sehr direkte Weise erfahren. So etwa, als ich mit meinem Sohn schwanger war, als ich mit meinem Mann in der Stadt bummelte und in einem Geschäft nach Babykleidung schaute, ein älteres Ehepaar schaute mich völlig im Geist an und die Frau sagte, ach, jetzt vermehren die sich auch noch. Das war für mich entsetzend. Bei allem Respekt, eine weiße Person kann sich keine Urteile darüber erlauben, ob eine Handlung oder Aussage mir gegenüber rassistisch ist oder nicht. Ich bin diejenige, die in dieser Haut wohnt. Ich bin diejenige, die es am eigenen Leib zu spüren bekommt. Direkt und unmittelbar. Und ich bin es, die hier in Deutschland mit Aussagen konfrontiert wird wie, ach, das ist nur ein Mentalitätsproblem. Betrachte das jetzt nicht so gleich als Rassismus. Ihr wisst, was ich meine. Aber genau hier liegt der springende Punkt. Dass weiße Personengruppen, die niemals Erfahrung mit Rassismus gemacht haben oder je machen werden, sich anmaßen, People of Color zu erklären, was Rassismus ist und vor allem, was er nicht ist. We can make a change. Die Konsequenz daraus sind Verharmlosungen und das Abstreiten, dass Rassismus überhaupt die Ursache des Problems sein soll. Dabei sind es die People of Color, für die Rassismus über alle Lebensbereiche hinweg Bestandteil des alltäglichen Lebens ist. Wissen Sie zum Beispiel, warum ich bis heute nicht noch einmal in einem bestimmten Schuhladen wieder einkaufen war. Den Namen kann ich nicht nennen. Sie sind ein Asylanten. Sie leben von meinem Steuergeld. Das, genau das brüllte eine mir unbekannte Frau in Anwesenheit meiner thailändischen Patenkinder ins Gesicht. Die Kinder waren völlig verängstigt. Ich wendete mich an das Verkaufspersonal, doch es passierte gar nichts. Entsetzt über das Desinteresse nahm ich meine Patenkinder an der Hand und verließ das Geschäft. Rassismus hatte und hat bis heute Auswirkungen auf meine Lebensqualität. Ich selbst habe immer einen enormen Druck verspürt, den Erwartungen der Gesellschaft entsprechend angepasst zu sein. Mein Leben so zu leben, dass dadurch kein Anlass und kein Raum für Vorurteile entsteht. Perfekt zu sein, Deutscher als Deutsch zu sein. Das Wichtigste ist es nicht betretend zu schweigen, nicht Ungerechtigkeiten zu akzeptieren, sondern die Dinge anzusprechen und anzuprangern, selbst wenn es für einen unangenehm ist. Große Hoffnung hatte ich, als Barack Obama in 2009 bis 2017 zum Präsidenten in den USA gewählt wurde, was 1963 durch den March on Washington, angeführt durch Onkel Martin und meinem Vater, begonnen und zu deren Vermächtnis wurde, führte 43 Jahre später zum ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus. Erschienen, als wäre der Rassismus in den USA und Europa auf den Rückzug war. Und der I Have a Dream von Uncle Martin wurde sich erfüllen. Aber was ist dann passiert? Warum ist der weltweite Rassismus wieder spürbar stärker geworden? Warum kommen weltweit Politiker an der Macht, obwohl sie erkennbar rassistische Ressentiments schüren und sogar fördern? Rassismus ist vom Grundsatz immer der gleiche geblieben. Nur die Form, wie Rassismus sich ändert, hat sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert. Der heutige Rassismus organisiert sich im Internet. Soziale Netzwerke lassen es zu, dass rassistische Gedanken in völliger Anonymität niedergeschrieben und global weiter verbreitet werden können. Ebenso wie Menschen, die Rassismus im Internet verbreiten, können auch wir Antirassismus verbreiten. Aber es muss mit uns beginnen. Each and every one. Jeder von uns. Wir sind hier alle nur auf Besuch auf dieser Erde. Ich appelliere an dich, tolerante und verständnisvoller mit denen Mitmenschen umzugehen. Denn Liebe ist stärker als Hass.